Willkommen bei einer weiteren Ausgabe der FS1 Studio Session, der Sendung für Musik aus und um Salzburg. Heute ist bei uns eine junge Musikerin aus dem Flachgau zu Gast, die ihre Musik auf das Wesentliche reduziert. Und sie wird uns jetzt zeigen, dass es manchmal nicht mehr als eine Gitarre und eine Stimme braucht. Viel Spaß mit Bella. It's time to take a look in my life. I will leave it all you got on what I want. I love to be alone. I must stand the wind. I'll take all my chances and I'll love this danger to get in. And I'll stop by now. Nobody knows, but I do, yeah, I'll stop by now. Nobody knows, but I do, yeah, I'll stop by now. Different things goes around in my head, but I want to fill this emptiness with love. Who wants to go? So, das war das erste, Start by Now. Und jetzt kommt Ich will's wissen, das habe ich eigentlich nach einem Praktikum geschrieben. Das habe ich beim Hubert von Gölsang gemacht, als Tontechnikerin. Und da war mir so richtig klar, dass ich nur für die Musik lebe. Du weißt gar nicht, was ich kann. Ich bin am Explodieren. Alle anderen wissen schon, wer ich bin. Gib mir Zeit, dass ich dazu zu was ich fähig bin. Gib mir Zeit, ich spür's, dass es wird für in mir drin. Ich will's wissen, ich brauch dich, dass man den Weg endlich zu. Ich hab's kapiert, weil du mich so
about me. Jetzt kommt Viva Las Vegas. Drive with your car too far, in the distance only sand, and the never-ending highway, your bottle whiskey. Free in the sky.
Jetzt kommt I want to go home. You said to me.
spielt's. Das passt ja perfekt. Never pay a price for that, what I do. This love is fake, love grows on that, what you said to me, I believe it, so it's over. The truth is cold and make me sad, but I trust myself that it happened. Never again, never again, never again, never again. You come and spend a night with my love, but it's not true. How can you live with it? My love is for a man who deserves honest. Again, never again, never again.
Bella, hallo. Hallo. Freut mich sehr, dass du gekommen bist heute, dass sie das ausgegangen ist. Du warst ja krank. Wie geht's da nach der Spielerei? Ziemlich gut, stimmlich auch. Jetzt wieder besser, Gott sei Dank. Es war schon ein bisschen anstrengend, aber jetzt geht's wieder. Okay. Ja, wenigstens. Gleich mal eine nette Einstiegsfrage. Wie bist du ursprünglich zur Musik gekommen? Durch meine Mama eigentlich. Sie schreibt selber Liedertexte und ich habe mich auch schon immer dafür interessiert, für Musik generell. Und Michael Jackson war sehr inspirierend, muss ich ehrlich sagen. Wie ich mit 5 das erste Mal ein Musikvideo gesehen habe von ihm, war ich voll begeistert und habe angefangen, auf solche kleinen Notizzetteln zu schreiben, obwohl ich noch gar nicht schreiben habe können, aber das waren meine Liedertexte und die hat keiner wegschmeißen dürfen. Also so hat es eigentlich angefangen, das Ganze. Und auch halt im Kindergarten die Lieder, was man halt so singt, der Kindergärtnerin ist halt aufgefallen, dass ich eine sehr gute Stimme habe. Und war für dich dann von Anfang an klar, dass du mehr so in die Singer-Songwriter-Gegend gehst oder hat sich das irgendwie entwickelt? Am Anfang war es nur rein gesanglich interessant für mich. Also Ace of Base war mein erstes Lieblingslied, das habe ich immer bei der Schaukel mit einer Freundin gesungen. Und ja, und dann später eigentlich mit 7, 8 Jahren habe ich mein erstes Liedl auf so einer kleinen Orgel von meinem Opa, der was leider schon gestorben ist an einem Herzinfarkt, habe ich gespielt und da ist mir nachher sofort der Text dazu eingefallen, zu der Melodie, die was ich gemacht habe. Und dann war es klar, ich mache beides, Singer, Songwriter und Komponistin. Und Band ist für dich keine Option oder machst du manchmal was mit Bands? Schon, ja, aber die meisten sind eigentlich eher mehr so Cover-orientiert, zum Beispiel mit einer Band, mit der ich jetzt wirklich sehr gern zusammengearbeitet habe. Die kommt aus Michi Bayern.
Und es ist so ein kleiner Ort da bei mir in der Nähe. Und da haben wir hauptsächlich Blink-182 gespielt. Und ich war die Sängerin, nur Blink-182, aber es hat sich wirklich super angehört und mir hat es auch voll taugt. Und deine eigenen Sachen sind großteils auf Englisch. Also ja. Es war jetzt eins auf Deutsch dabei. Ja. Wieso hauptsächlich Englisch? Weil mir so viel mehr einfällt. Ich weiß nicht. Wenn ich daheim bin, für mich ganz allein, dann fallen mir die englischen Wörter einfach viel leichter zum Schreiben und zum Komponieren. Da fällt mir eher eine Melodie ein und Schreiben fällt mir auch leichter. Obwohl ich ein 4 in Englisch gehabt habe. In der Hauptschule und in der Polytechnischen. Trotzdem, eigentlich durch die Musik hat sich das total arg verbessert. Gott sei Dank, sonst kannte ich es eh nicht. Deswegen ja, schreibe ich das hauptsächlich, weil man leicht tue. Deutsch ist wirklich, wirklich schwer, aber ich bin daran, dass ich daran arbeite. Dann kommen wir mal ganz kurz zu deinem Instrument. Die hat einen Namen. Burgi. Genau, warum hat sie den? Sie ist nach meiner Oma benannt, weil meine Oma mein größtes Vorbild ist und ich liebe sie über alles. Sie war wie eine Mama für mich oft und immer für mich da. Und ja, und deswegen ihr Namen in aller Ehren an meine Gitarre. War mir ganz wichtig. Auch meine Gitarren haben alle Namen. Echt? Ja. Aber die sind geheim. Okay. Genau, wie bist du der gekommen? Zu meiner Gitarre. Ja, es war so, ich war schwanger mit meinem Kind und circa im 4., 5. Monat herum. Mir ist ziemlich schlecht gegangen, Sodbrennen und alles mögliche, Schwindel habe ich gehabt, keine Ahnung. Ja, und habe die ganze Zeit eigentlich im Bett verbracht. Es war sehr schwer für mich, weil ich ein Energiebündel bin. Und ja, dann bin ich so durchs Haus gelaufen und habe halt so rumgeforstet durch die ganzen Türen, was sie dahinter verbirgt. Und dann habe ich ein Wohnzimmer entdeckt im obersten Stock des Hauses und da ist so eine kleine Tür zu einer Kammer. Und da haben meine Tante und ich damals immer drinnen gespielt. Und ja, dann habe ich halt da reingeschaut und dann schaue ich halt so rein und es war ganz finster. Dann bin ich mit dem Handy hergegangen und habe das Licht aufgedreht. Dann habe ich halt gesehen, dass so eine Form von einer Gitarre zu entdecken war. Und habe ich mir gleich geschnappt und ausgepackt und ja, das war dann meins. Ja, war echt schade, dass so verstaubt ist und so. Und deswegen habe ich sehr gern an mich genommen. Ja, das ist ein Schicksal, was keine Gitarre eilen sollte, finde ich. Genau, verstanden genau. Ist schlecht. Dann kommen wir mal zu was. Du hast uns ein Video mitgebracht. Dann bitte erzähl uns was drüber. Du darfst das gern selber ansehen. Es ist so, I Start By Now ist eigentlich durch Nirvana entstanden. Ich habe gerade Nirvana gehört und war gerade in dem Flow so drinnen und bin bei meinem Küchentisch gesessen und hab mir gedacht, so, jetzt wird's wieder mal Zeit, irgendwas zum Schreiben. Und es soll ja mal ein bisschen anders sein, als wie das, was ich vorher immer geschrieben habe, weil ich ja gerade erst angefangen habe, so wirklich. Und dann habe ich mir eben gedacht, ja, I start by now. Also ich fange jetzt gerade erst an, so wirklich. Und daher ist das Lied da so entstanden. Also ich lasse mich von nichts abbringen, noch nie mein ganzen Leben habe ich mich von irgendwas abbringen lassen. Egal, wie oft das gesagt worden ist, na, lass das lieber und das ist keine gute Idee. Ich habe immer das gemacht, das, was ich wollte. Und ja, und I start by now handelt genau von dem, dass ich immer das durchziehe, was ich mir im Schädel gesetzt habe. Egal, wie schwer das der Weg wird, es gibt immer Sterne auf jedem Weg und das muss man halt einfach hinnehmen und sie da freischaufeln irgendwie. Dann, genau, und dann durchziehen. Dann würde ich sagen, wir schauen es uns an. Start by now. Take a look in my life. I'll live it, I'll get on what I want. I'll love.
Frage, die ich ja noch vergessen habe. Wie lange machst du eigentlich schon Musik? Schon immer. Okay. Schon immer. Immer. Schon seit ich auf der Welt bin, also habe ich immer schon gesungen. Worum geht's in deine Texte? Ich gehe davon aus, die meisten sind selber geschrieben. Sind, ja. sind die autobiografisch? Oder ja, alle. Fiktionale Texte? Außer Las Vegas ist alles situationsbedingt gewesen. Also in Situationen, in denen ich gerade gesteckt bin oder aus denen ich gerade heraus gewesen bin. Das hat eigentlich das alles verzögert. Also I Want to Go Home ist was ganz was Besonderes für mich. Ich war sehr liebesabhängig, weiß nicht, ob das so stimmt, liebesabhängig von einem Typen. Und sobald er mich angeschaut hat, war ich dann total verfallen. Und sobald ich von ihm rede, weiß auch jeder, wenn ich meine. Also kein Geheimnis, es war kein Geheimnis. Und ja, das basiert alles auf mein Leben. Ah, man kann sagen, die besten Texte schreibt das Leben, oder? Ja, das genau. Ist kitschig, aber. Es stimmt. Du hast schon anklingen lassen, während dem Spielen, also zwischen die Lidl, dass bei dir in nächster Zeit mehr ansteht. Bitte erzähl uns was. Ja, sehr gerne. Koto Kodama, der ist auf YouTube und natürlich auch auf Facebook zu finden, der macht zurzeit einen Film. Er heißt The Confession of Money. Und ist sehr interessant, mich hat es auch sofort in den Bann gezogen. Also ich bin wirklich ein ehrlicher Mensch. Egal, wer mir gegenübersteht, ich sage immer die Wahrheit und meine ehrliche Meinung. Aber der Film ist wirklich der Wahnsinn. Es geht um einen Priester, der mit einem Lesbenpärchen zusammenlebt in einem Haus. Und da geht es natürlich um sehr viel Geld, um Mord. Also es ist ein guter Thriller. Und ein bisschen Humor habe ich auszulesen, Kinder aus dem Drehbuch. Also es ist wirklich sehr cool und sehr spannend. Und das Klasse ist auch, dass ich ihm dabei helfen kann mit meiner Filmmusik, wobei ich auch mit Filter Wolf zusammenarbeite und in Zukunft ein Album mache mit dem. Ja, ich freue mich schon wahnsinnig drauf, weil der Film wird in New Mexico gedreht. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, du hast eine CD, da war ich noch eine eigenproduzierte, wie heißt die? Was ist da oben? Und die gibt es natürlich in einer Einblendung. Bitte. Die CD ist natürlich von mir. Und ich habe alles selbst komponiert, also es ist nicht irgendwie so Son of a Preacher Man oder so, es sind nur meine eigenen Sachen oben. Sollt ihr jetzt Lust gekriegt haben, bei uns einmal im Studio spielen zu wollen, dann schreibt uns bitte an die unten eingeblendete Adresse eine E-Mail. Wir melden uns dann bei euch und ja, wir hoffen auf jeden Fall auf zahlreiche Einsendungen. Das war die zweite FS1 Studio Session. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin alles Gute. Ciao. Tschüss. There's nothing happening, dammit. Such a bullshit. Oh, camera rolling. Oh. Hi, everybody. This is Kitty Cat. And my beloved Zoe. And we are the characters of the great movie, The Confession of Money. Sí, La Confesión del Dinero. Let me tell you a little something about this.